Seid gegrüßt und willkommen zu meinem neuen Video. Heute dem Unboxing von Walking Dead on Broadways neuem Album Dead Era bzw. der Deluxe Box davon. Link ist in der Videobeschreibung zur Box und zum Album an sich. Das ist ein Product Placement, weil diese feinen Herren hier mir diese Box geschickt haben. Ich darf sie behalten und so soll sie einfach nochmal vorstellen. Bezahlt werde ich dafür natürlich nicht. Und jo, so viel dazu. Ich habe jetzt keine Ahnung, was drin ist, habe mich auch nicht vorinformiert, aber das ist gar nicht mehr so wichtig. Musik ist natürlich eine ganz andere Richtung, als ihr sonst hier bei den Deluxe-Boxen seht, weil es sich hier nicht um Deutschrap handelt, sondern um Metal, Leute. Genau, aber der eine oder andere kennt das bestimmt. Wer es nicht kennt und ein Freund derartiger Musik ist, ich höre übrigens auch mal reinhören, der sollte das mal in YouTube eingeben und dann einfach mal hören. Vielleicht gefällt es ihm ja besser, als er denkt. So. Ich habe vor der Anfrage, ob ich denn diese Box reviewen möchte, noch nichts von denen gehört. Ist natürlich nichts Negatives. Ich habe von sehr vielen Künstlern noch nichts gehört, bevor ich ihre Boxen ausgepackt habe. Aber sieht ja schon mal ganz gut aus, auf jeden Fall. Erinnert mich ein bisschen an Harry Potter hier, der Himmel. Den ersten Teil. Ja. Krasses Bild auf jeden Fall. Dead Era. Hm. Okay, auf jeden Fall sehr düster das Ganze. Hier scheint eine Vinyl drin zu sein. Bin mir aber nicht sicher. Ich mach's jetzt einfach mal auf. So, wir haben auf jeden Fall Socken. Das sehe ich sofort. Ich habe gerade auch gar nicht im Kopf, was die Box kostet. Ich habe sie ja nicht bezahlt. Nee, Spaß beiseite. Das kann man natürlich selbstverständlich durch einen winzig kleinen Klick herausfinden in der Beschreibung. Deswegen kann ich die Box jetzt mal anhand des Preises nicht bewerten, aber ich halte ihn mal nicht für zu hoch, weil so viel ist ja auf den ersten Blick ja auch nie drin. Okay. So, dann haben wir erstmal die Socken. Das ist interessant. Die sind ja gar nicht mal so schlecht. Also die Socken gab es schon bei Mike Singer. Achso, bei wie heißt das Album hier von Cordo und Macho? Da gab es ja Socken, wenn man das im Laden kauft irgendwie. Aber hier, Walking Dead on Broadway, ziemlich lange Dinger. So, angenehme Quali. Stinken etwas neu, aber halt nicht so richtig krass. Jo, sind halt ein paar Socken. Gut, dann haben wir hier Stickers. Und zwar die beiden. Mhm. Gut. Plektren. Ich hoffe, das ist der richtige Plural. Das ist, also eins heißt Plektrum. Das ist hier fürs Gitarre spielen. Zwei, also mindestens zwei sind, glaube ich, Plektren. Wenn nicht, dann klärt mich auf, ist egal. Ja, das ist auf jeden Fall für Leute, die damit was anfangen können, ein guter Inhalt. Für mich ist das natürlich kein sinnvoller Inhalt, weil ich es nicht nutzen kann, aber ist ja, ja was Spezifischeres. So, jetzt haben wir hier eine Autogrammkarte und zwar mit 5 Unterschriften ja, von jedem der ehrenwerten 5 Bandmitglieder. Schön auf jeden Fall sowas noch zu sehen. Echte Unterschriften, die sind hier durchgegangen, aber es sind natürlich jetzt bestimmt nicht so viele Boxen, die verkauft wurden. Da kann man sich halt mal die Zeit nehmen. So sollte das bei jedem Rapper, bei jedem Musiker sein. Ist auf jeden Fall für den Künstler eine feine Sache. Gut. Für den Käufer der Box meine ich. Quatsch, auch immer Mist. Gut, dann haben wir hier die CD, das Album. Ja, man merkt, die kommen aus einem anderen Milieu, weil es ja schon wieder anders gestaltet ist, das Ganze. Ich habe auch viele Alben von Rammstein, Korn und Slipknot zum Beispiel bei mir rumstehen. Also ich weiß auch, wie andere Sachen aussehen. Gut, das Booklet besteht nur aus Texten. Ist ja nicht schlimm, ist halt ein Textbooklet. Daten zu denen. Sehr düster gemacht alles, aber passt natürlich auch. Michael Kalusche, Maximilian Kette, Nils Richber, Kevin Klemm und Stefan Hoffmann. Foto bei Michael Bomke. Lul. Ja, okay. Zwei Netzwerke, eine Danksagung in englischer Sprache. Okay. Ja, nichts krasses, aber ganz nett gemacht das Ganze. Wir haben 13 Tracks. Mhm. Ja. Das ist das Album. Und hier haben wir die Vinyls. Okay.
Seite A, B. Also hier haben wir 7 Songs auf dieser Vinyl und auf der anderen 13. Also die, die restlichen 6 meine ich natürlich. Okay. Naja, okay. Das kann ich jetzt nie wirklich bewerten. Das sind halt 2 Vinyls, aber jetzt nicht krasses von der Aufmachung her. Gut. Die sind weiß gefärbt. Beziehungsweise farblos. Schick. Also, das ist eine ziemlich schlichte Box. Hat jetzt auch nicht so lange gedauert. Ist natürlich dann preisabhängig. Wir haben aber hier 2 nette Inhalte eigentlich. Die Socken und die Plektrums. Plektrin. Ein nettes Autogramm. 2 Vinyls. Und die Sticker. Ja, kann durchaus auch befriedigend sein. Also finde ich jetzt persönlich aber sogar nützlicher als viele andere Inhalte. Ja, nichts Krasses, was uns vom Hocker reißt, aber solide. Ist das ein legitimes Fazit? Keine Ahnung, was ich sonst dazu sagen will, soll, ist meine persönliche Meinung jetzt. Könnt euch mies. Ich hoffe, ich habe einigen mal was Neues gezeigt, vor allem die diese Leute noch nicht kannten. Und weiter geht's mit dem Unboxing von Twin. Schönes Wochenende.